Hallo, mein Name ist Dennis Betzin, ich bin 17 Jahre alt. Ich arbeite im St. Annaheim Heidelberg in der Plöck. Mein FSJ absolviere ich in der Altenpflege. Wir pflegen die Menschen bis an ihr Lebensende und versuchen ihnen das Leben bis dorthin noch so schön wie möglich zu machen. Aufgaben, die für mich anfallen, sind unter anderem die Grundpflege, die medizinische Grundpflege, die Aktivierung, die Mobilisierung und die Betreuung. Heute zum Beispiel war ich in der Küche tätig und habe das Essen für die Bewohner zubereitet und habe sie anschließend auf ihre Zimmer gebracht, wo sie sich dann hinlegen konnten für ihren Mittagsschlaf. Okay, gut. Ein FSJ ist ein freiwilliges soziales Jahr. Das ist auch bekannt wie früher der Zivildienst zum Beispiel. Es gibt auch Stellen in Behindertenheimen, so wie hier jetzt in Altenheimen. Und je nachdem, was man vielleicht später lernen möchte und sich dann aussucht, lernt man, so wie hier jetzt, wie gesagt, die Grundpflege, die Altenpflege. Wenn man hier ein FSJ machen möchte, braucht man auf jeden Fall Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit und ein gewisses Maß an Verantwortung, was man für die Heimbewohner übernimmt. Es ist wichtig, sich um alte Menschen zu kümmern, weil sie sehr hilfebedürftig sind, wenn sie im Pflegeheim untergebracht sind. Und man kann wirklich sagen, aus großen, erwachsenen Menschen werden wieder kleinere Kinder. Deshalb möchte ich unter anderem, weil es mir sehr viel Spaß macht und weil ich den Menschen auf ihrem letzten Lebensweg noch was Gutes mitgeben möchte, ist es mir auch sehr wichtig, diesen Leuten zu helfen. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so schön vorgestellt. Also ich bin wirklich begeistert, was das FSJ alles mit sich bringt und ja, es macht wirklich viel Spaß. Ich mache das FSJ deshalb, weil ich mir noch nicht so sicher war, ob ich in die Altenpflege möchte, ob ich die Ausbildung in der Altenpflege machen möchte, um einfach Erfahrung zu sammeln. Ein Jahr Erfahrung, das kann mir keiner mehr nehmen und es ist einfach ein guter Schritt, um leicht in die Ausbildung zu kommen. Ich bin mir jetzt zu 100%ig sicher, dass ich die Altenpflege als Beruf wählen möchte.